Ludwig Schödel, Sie sind einer der verdienstvollen älteren Esperantisten, die mit Berlin in Verbindung standen. Wir sind jetzt hier in der Wohnung in Neuruppin, ja, Rosa-Luxemburg-Straße 37. Wenn Sie sich so zurückerinnern, wie war das damals, als Sie das erste Mal nach Berlin kamen und mit dem Esperanto in Verbindung kamen? Ja, ich begegnete wieder einem alten Freund, von dem ich zuerst etwas über Esperanto gehört hatte. Und der lud mich ein zu seiner Esperanto-Gruppe. Da bin ich nun hingegangen. Da hörte ich dann allerhand über die jetzige Arbeit der Esperanto-Bewegung in Berlin. Der Arbeiter-Esperanto-Bund hatte gerade sein Büro erworben und eingerichtet in der Dürksenstraße 42. Und da ich arbeitslos war und noch sehr begeistert war für Esperanto, bin ich dann dorthin gegangen, um zu helfen. Was begeisterte am Esperanto damals? Das war, wir wollen vielleicht mal das Jahr nennen, das war im Jahr? Das war 1928 etwa, ja. 1928, aber ich habe da nicht gleich Esperanto gelernt, sondern erst später. Und das kam so. Ich ging auf Wanderschaft. Und als ich meinen Rucksack packte, da wollte ich auch etwas zu lesen mitnehmen. Und da kam ich auf ein Esperanto-Lehrbuch vom Arbeiter-Esperanto-Bund. Und ich dachte, das ist ein Buch, das du nicht in 2 Stunden oder in 2 Tagen ausgelesen hast und wieder weglegen musst, sondern da hat man ja längere Zeit dran zu tun an diesem Lehrbuch. Und so packte ich es in meinen Rucksack. Und so vergingen dann die Wochen und Monate, aber in Frankreich fing ich dann an zu lernen. Ich ging da mit 2, wie man damals sagte, Walzbrüdern. Und die, wie normale Menschen, standen nicht um 6 auf, um nun weiterzulaufen, obgleich wir ja nichts zu tun hatten, sondern die schliefen ganz gerne ein bisschen länger. Aber ich war um 6 munter und langweilte mich, bis ich auf den Gedanken kam, nun anzufangen, Esperanto zu lernen. Und so lernte ich jeden Morgen früh Esperanto. Die Zeit verging, wir verließen Frankreich, kamen nach Spanien und schließlich in Valencia, da begegneten wir den ersten Esperantisten. Ich konnte mich mit ihm nur dürftig unterhalten und das war nun der Sieg des Esperanto für mich persönlich. Wurde unterwegs da auch gearbeitet oder was war das für eine Walz? Muss man vielleicht erklären. War ja, das einfach so eine fröhliche Reise? Nein, das war die Wanderschaft, wie sie in früheren Zeiten eben üblich war. Wenn jemand ausgelernt hatte, dann musste er auf Wanderschaft gehen, um woanders noch dazu zu lernen, zu seinem Beruf. Was war das für ein Beruf? Ich hatte Werkzeugmacher gelernt in Berlin. Und nun kam man zum ersten Mal mit Esperantisten zusammen und dann wieder in Berlin. Wie ging es weiter in dem Büro? Und dann erstmal in Frankreich nochmal eine Begegnung mit einem Esperantisten, mit dem ich dann etwa 40 Jahre lang korrespondierte. Wie hieß der? Oh, der Name ist mir im Moment entfallen. Schon so lange her. So ist das. Und als ich in Berlin wieder war, da stand mich für mich die Frage, Esperanto weitermachen. Und das ist so eine Krankheit bei mir.
wenn ich etwas angefangen habe, dann kann ich es nicht wieder so leicht lassen, weil es mir leid täte um die vertane Zeit. So, und so entschloss ich mich, dann in Esperanto-Bund einzutreten. Und wie ich schon sagte, kam zur Dürksenstraße. Da gab es dann immer viel zu tun. Erstmal auch Bodengänge. Ja, es war ja so, dass wir alles von der Post abholten. Da kamen oft große Pakete an und viel Pakete an, wenn die Zeitung fertig gedruckt war oder neue Lehrbücher herauskamen. Und dann waren es Schreibarbeiten. Dabei lernte ich dann Schreibmaschine schreiben. Und so war jeden Tag dort etwas zu tun, so dass ich praktisch zu Hause war in der Dürksenstraße 42. Da imponierte mir nun ganz besonders einige Mitarbeiter, Ernst Kissler, der unser bezahlter Sekretär war, und Giorgio Batta, der hauptsächlich für IP da war. Oder damals war es ja noch nicht IP, war noch die Opposition von Saad. Ja, und alle diese Freunde, Willy Wildebrand, Herbert Murawkin, die machten auf mich einen großen, großen Eindruck. Das waren für mich alles die schlauesten Leute, die es gab auf der Welt, wenn die über politische Dinge sprachen. Und das waren aber Auseinandersetzungen damals auch politischer Art, die gerade im Arbeiter-Esperanto-Bund geführt wurden, ja? Im Zusammenhang mit ZAT und der Opposition dagegen? Ja, in unserem Kreis nun waren es ja keine Auseinandersetzungen, denn es gab ja nur diese eine Richtung, die Richtung der Opposition, aber die sprachen nun viel über ihre Erlebnisse beim letzten Saatkongress von damals und über die Oppositionsbewegung. Wohnten Sie auch dort in dem Gebäude da in der Dürksenstraße oder war die Wohnung woanders? Ich selber wohnte in der Bellermannstraße. Das war eine flotte Gehstunde von mir zu Hause bis zur Dürksenstraße. Natürlich bin ich nie mit der Straßenbahn gefahren. Die 10 Pfennig oder 20 Pfennig waren eine zu hohe Ausgabe für mich. Also bin ich da immer zu Fuß gegangen. Wie waren die Strukturen des Arbeiter-Esperanto-Bundes damals? Es gab doch mehrere Gruppen in Berlin. Es gab in Berlin etwa 5 Gruppen. Und später sagten wir dann dazu Untergruppen. Das Ganze fassten wir zusammen zu einer Berliner Gruppe und dann diese 5 oder 6 Untergruppen. Aber diese Untergruppen bestanden noch nicht allzu lange in Reinickendorf, in Mitte, in Lichtenberg und so weiter, sondern die waren eigentlich ziemlich neu. Und damals gab es unliebsame Auseinandersetzungen mit der Zentrale zwischen der Leitung und diesen Untergruppen, weil von diesen Untergruppen, die wollten nicht die Schulden übernehmen, die sie gemacht hatten, bevor diese Untergruppen selbstständig waren. Um Lehrbücher, die hatten Lehrbücher bestellt, verkauft und Kurse geführt. Es war aber keiner da, der nun das Geld zurückbezahlte, der nur für die Lehrbücher. Und naja, und so gab es auch noch nicht offiziell eine richtige Berliner Gruppe.
Und dazu habe ich schon so ein bisschen beigetragen, dass wieder eine richtige Berliner Gruppe daraus wurde. Und dazu habe ich schon so ein bisschen beigetragen, dass wieder eine richtige Berliner Gruppe daraus wurde. Mich interessierten alle Untergruppen. Ich besuchte sie auch, wusste Bescheid, was sie vorhatten oder was sie gerade hinter sich hatten an Kursen. Dann gab es, ich glaube Ende 1931, die Auffassung, dass man organisierter, geschlossener arbeiten müsste. Erstens, um auch Kurse und Gruppen zu bilden in den Stadtteilen, wo noch keine waren. Und zweitens, um auch Lehrbücher herauszugeben oder andere Schriften, um eben besser zusammenzuarbeiten. Also es fand eine solche Versammlung statt, die ich auch einberufen hatte. Ich glaube, das war Frankfurter Allee dann. Wann? Und wann war das? Das war Ende 1931. Da gab ich dann einen Bericht über die gesamte Berliner Esperanto-Bewegung, das heißt des Arbeiter-Esperanto-Bundes. Und es endete damit, dass sich eine Berliner Gruppe nun wieder eine Gesamt-Berliner Gruppe konstituierte und sie haben mich da als Vorsitzenden gewählt dazu. Und was war dann die Aufgabe dort als Vorsitzender oder worauf orientierten Sie dann speziell? Also es war wichtig, nun neue Kurse vorzubereiten. Das war überhaupt eines der wesentlichsten Punkte der einzelnen Esperanto-Gruppen. Kurse durchführen, neue Mitglieder gewinnen, eventuell neue Gruppen aufstellen. Und dann gab es höhere Aufgaben, wenn ich mal so sagen darf. Das war Verbindungen herstellen mit Arbeitern aus dem Ausland und PEK aufzubauen. PEK, P-E-K, bedeutete proletarische Esperanto-Korrespondenz. Oder ein Esperanto, Proleta Esperanto Correspondado. Die wichtigen Briefe, die ankamen aus dem Ausland, wurden in Deutsch übersetzt und in der deutschen Ausgabe von PEK gedruckt oder vervielfältigt und diese PEK-Hefte dann an Zeitungen gegeben, damit die über Esperanto, über die Welt informieren. Man muss dabei bedenken, dass man sich in diese Zeit heutzutage kaum hinein versetzen kann. Heute hat jede Zeitung, wenn sie etwas auf sich hält, Auslandskorrespondenten. Ob das Japan oder China oder Amerika ist oder Brasilien, das gab es ja damals besonders für die Arbeiterpresse nicht. Und so fanden unsere Mitteilungen, unsere PEK-Hefte einen Zuspruch auch in der proletarischen Presse, auch in der Roten Fahne. Und die zweite Seite war, wir gaben diese PEK-Hefte in Esperanto heraus, das heißt Mitteilungen, besonders die den Klassenkampf in Deutschland betrafen. Wir hatten ja 7 Millionen Arbeitslose und 7000 politische Gefangene
Und es gab überall und immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit. Darüber schrieben wir nun in Esperanto und hatten einen Kreis von Abnehmern im Ausland. Meine besondere Arbeit war es dann auch, im Sekretariat solche Briefe ins Deutsche zu übersetzen. Und besonders beeindruckend für mich waren die Briefe aus China. China, damals eine sehr unruhige Zeit, aber wir hatten Esperantisten überall dort, wo etwas los war. Wir bekamen Briefe 3 bis 5 Seiten lang auf feinstem Reispapier geschrieben, eng beschrieben, und es kostete schon Zeit, die zu übersetzen. Und die haben viel, viel Zeit nun von mir beansprucht. Ich war ja damals noch ein sehr eifriger Wanderer, aber selbst wenn ich sonnabends oder Sonntag auf Fahrt ging, wie wir sagten, also Wanderungen machten um Berlin, hatte ich immer eine Menge, hauptsächlich chinesische Briefe bei mir, und währenddem andere Ball spielten oder sowas machten, lag ich da auf dem Bauch und habe Briefe übersetzt. Und dann wurden sie am nächsten Tag in eine Maschine geschrieben und vervielfältigt. Übrigens, diese in die Maschine schreiben, da hatte ich dann meine jetzige Frau, aber damals war es noch Alice Wiebach, und die teilte sich mit mir die Arbeit. Einmal diktierte ich ihr in die Maschine und dann wieder eine Seite umgekehrt, und so haben wir viel zusammen gearbeitet. Sie haben auch sogar eine Kindergruppe in dieser Zeit gehabt, ja, wie ich gehört habe. Ja, es bestand erstmal neben der IP-Zeitung oder neben der Oppositionszeitung Internazisto auch eine vervielfältigte kleine Zeitung Esperanto Pioniro. Die wurde von Adolf Schwarz ins Leben gerufen und zunächst auch geleitet. Ich kam dann in diese Arbeit auch immer mehr rein, besonders darum, weil ich selbst eine Pioniergruppe gegründet und geleitet hatte. Das war eine sehr, sehr interessante Arbeit, schon wegen der Korrespondenz auch mit Marcel Boubou zum Beispiel oder mit Gladys Kiebel aus England und viele andere aus Deutschland, aus dem damaligen Deutschland. Naja, schließlich habe ich diesen Esperanto Pioniro alleine herausgegeben. Oder herausgegeben hatten, die hatten ja nun die Organisation, aber eben alles fertig gemacht, in Matrizen geschrieben, abgezogen, Bilder besorgt, damals Hans Tingel war Gebrauchsgrafiker, und der hat viel für uns gemacht. Viel Vignetten für einen Arbeiter-Esperantist, für Internazisto, hat unsere riesen Wandzeitung im Büro Dürkenstraße 42 gemacht. Kunstvoll, das war sehr schön. Damals hat sich auch ein berühmter Mann oder Schriftsteller
interessiert fürs Esperanto. Der Ludwig Renn hat sich dafür eingesetzt. Ne? Ja. Ludwig Renn, der wurde dann von unseren klugen Leuten geworben, auch zur Mitarbeit. Ludwig Renn, der wurde dann von unseren klugen Leuten geworben, auch zur Mitarbeit. Er arbeitete dann mit an dem Wörterbuch, welches der Arbeiter-Esperanto-Bund dann etwas später, 1932, herausgegeben hatte. Da betreute Ludwig Renn die Militärfachsprache. Und bei einer großen Werbeveranstaltung, da sprach er oder hielt er das Referat, da habe ich ihn dann auch kennengelernt, während meine Frau mit ihm gut bekannt war. Er wohnte ein paar Schritte entfernt von der Wohnung meiner Frau. So, naja. Wo war das? Das war in Berlin Ostkreuz. Ach so. Ja, und dann kam die Zeit, wo es in die Illegalität ging. Oder vielleicht nochmal die Frage vorneweg, Beziehungen zu den anderen Esperanto-Organisationen in Berlin, also den sozialdemokratischen bzw. den neutralen Esperantisten, wie sahen die aus? Ja, ich muss heute leider sagen, dass ich davon überhaupt nichts wusste und nichts mitbekam. Viele Esperantisten, die ich dann später hochachten lernte, da hatte ich keine Idee davon. Das Einzige, was ich hatte von den anderen Esperantisten, das waren die Wörterbücher von Wingen. Deutsch Esperanto, Esperanto Deutsch, ich weiß es heute noch, die kosteten 10 Mark. Und das war eine riesen Ausgabe für mich. Also gab es keine für Sie ersichtlichen Kontakte so zu den Gruppen des Deutschen Esperanto-Bundes oder Nein. der Sozialdemokraten? Nein, überhaupt nicht. Adolf Spröck, haben Sie den kennengelernt? Wen? Adolf Spröck. Nein, von Spröck hörte ich nur, besonders von meiner Frau, die ja dadurch, dass sie etliche Jahre früher zur Esperanto-Bewegung kam, als Adolf Spröck noch die Hauptrolle spielte. Ja, und dann kam der Übergang in die Illegalität. Und Sie hörten ja da auch nicht auf zu arbeiten, auch fürs Esperanto nicht. Ne? Ja. Wie war die Situation in Berlin da für die Esperantisten, die Arbeiter-Esperantisten speziell? Ich sagte schon, dass wir versuchten, möglichst viel Verbindungen herzustellen über PEG zwischen Arbeitern und Arbeiterorganisationen aus dem Ausland und aus Deutschland, besonders Berlin. Und in dieser Beziehung, da habe ich mal nicht nur zugehört, sondern habe ich mal ein paar Zeilen eine Anzeige aufgegeben in Internazisto, dass ich solche Verbindungen herstellen würde. Da bekam ich dann Zuschriften. In den ersten Wochen und Monaten überhaupt keine. Und ich dachte, naja, so doll ist es wohl doch auch nicht mit Esperanto. Aber es braucht alles seine Zeit, bis die Zeitung eben raus ist, bis sie woanders angelangt ist und so weiter. Und dann ging es los. Dann bekam ich jeden Tag mindestens 10 Briefe aus dem Ausland und 9 davon aus der Sowjetunion. Und alle möglichen Organisationen, die wollten nun Verbindung haben. Zum Beispiel war ein
Eisenbahnausbesserungswerk bei Moskau, die nun solche Verbindung wünschten. Ja, wie nun das anfangen? Na, dann bin ich hingegangen zum Bahnhof. Ich wusste, bei uns in der Nähe, da war so ein Lokomotivausbesserungswerk. Aber das war ja auf dem Gelände der Eisenbahn. Und wie soll ich da hinkommen? Also bin ich hingegangen zu dem Mann in der Wanne. So nannten wir die Kontrolleure, die in solch einer wannenähnlichen Bucht saßen und die Fahrkarten knipsten und bei denen man beim Ausgang die Fahrkarten abgeben musste. Und die warfen einen Blick darauf, ob man auch eine richtige Fahrkarte gehabt hat für den Zug. Na, jedenfalls mit dem sprach ich und habe dem das erklärt und der sagt, naja, dann geh mal da die Schienen lang, da runter und die Schienen lang, dann kommst du da hin. So, und das habe ich dann auch getan und habe dann dort im Ausbesserungswerk auch mit den Kollegen gesprochen und auch die Verbindung herstellen können. Aber das ging nicht immer so einfach. Einmal war es ein Schachclub in der Sowjetunion, der sehr gerne mit einem Berliner Arbeiter-Schachclub Verbindung gehabt hätte und die Verbindung kam nicht zustande. Die Berliner Arbeiter-Schach-Freunde, die wehrten ab und sagten, nee, da können wir nicht konkurrieren, da verlieren wir ja bloß. Und es war nicht, sie waren nicht zu bewegen, nun einen solchen Kontakt aufzunehmen. Aber jedenfalls weiß ich, dass ich wie ein Hauptberuflicher jeden Tag gearbeitet habe, um diese PEG-Verbindungen herzustellen oder eben zu erledigen. Ja, dann kamen 33 die Faschisten an die Macht. Ja. Dieses Büro des Arbeiter-Esperanto-Bundes wurde ja geschlossen. Haben Sie das miterlebt? Ja, wir erwarteten so etwas schon. Und weil wir das erwarteten, da haben wir unsere besten Apparate, die wir hatten, unseren guten Vervielfältigungsapparat und unsere beste Schreibmaschine schon in eine Laubenkolonie am Rande Berlins in Sicherheit gebracht und machten weiter. Eines Tages, als ich zum Büro kam, die Tür aufmachte, sah ich, dass da unliebsamer Besuch da war. Also blieb ich stehen in der Tür. Da war ein Brit, das konnte runtergelassen werden, das war wie eine Barriere. Und da stand ich nun und wusste nicht recht, was tun. Kehrst du um, läufst du los, laufen sie hinterher, gibt es keine Ausrede mehr. Und dann kam Ernst Kistler, der ja unser hauptamtlicher Sekretär war, und fragte mich förmlich, was wünschen Sie, mein Herr? Und ich sagte, ich hätte gerne ein Wörterbuch. Und er dreht sich so halb um zu den Gestapo-Leuten und sagt, na, Sie sehen doch, was hier los ist. Und da habe ich mit dem Kopf genickt und bin dann ruhig, langsam losgegangen und bin auch wieder rausgekommen und konnte nun alle wichtigen Genossen, Esperantisten informieren, dass nun der Laden geschlossen wird. Und das ist auch so gewesen dann. Dann wurden die Türen plombiert und wir konnten in dem Büro nicht mehr zusammenkommen. Das Arbeiter-Esperanto-Bundes war geschlossen. Die Arbeit ging aber weiter. Ja, es gab nun verschiedene Aufgaben für mich
Erstens Weiterführung der Berliner Gruppe und zweitens auch mitzuhelfen bei der Weiterführung des Deutschen Arbeiter-Esperanto-Bundes, Verbindung herstellen oder weiter behalten mit der IFA, mit der Interessengemeinschaft für Arbeiterkultur. Und das lag mir nun besonders am Herzen auch, diese PEG-Arbeit. Denn jetzt war es ja besonders notwendig, mit den ausländischen Freunden diese Verbindungen zu halten. Mit der Berliner Gruppe, da war es so, dass wir für Ostern 1933 einen Ausflug organisierten nach Tiefensee, etwa 30, 40 Kilometer von Berlin entfernt. Und da machten wir einen Wochenendausflug, konspirativ, und anschließend dann später, in den späteren Wochen, kamen wir des Öfteren in der Jungfernheide zusammen. Die Jungfernheide ist ein Waldgebiet im Norden von Berlin, sehr unübersichtlich, mit viel Strauchwerk und niedrigem Holzbestand, aber auch hohen Bäumen, und durchzogen von Schießständen. Da trafen wir uns an einer bestimmten Stelle in Saatwinkel und führten etwas weiter, besonders was wir vorher aufgebaut hatten, als wir noch legal waren. Und darauf muss ich nochmal zurückkommen. Wir führten ein Schulungen, und zwar an jedem Sonnabend. Diese Schulungen bestanden aus drei Teilen, drei Stunden. Einmal Esperanto-Unterricht, das heißt, wir wurden als Esperanto-Lehrer getrimmt von Hans, ja, ich hätte mir vorher die Namen aufschreiben sollen schon. Hans Pfeiffer habe ich mal gehört? Nein. Nee, ist ein anderer. Ja. Nein. Ein junger, sehr intelligenter Mensch, der Esperanto autodidaktisch gelernt hatte und der eine Unterrichtsmethode ausgearbeitet hatte, nach der ich im Großen und Ganzen dann auch mein Lehrbuch geschrieben habe. Schwendi. Ja, Hans Schwendi. So, also Hans Schwendi unterrichtete uns im Unterrichten und gab uns dann immer auf einer DIN A4-Seite gewissermaßen das Rüstzeug für eine Lektion. Nach der arbeiteten wir auch. Und ich möchte behaupten, ganz erfolgreich. Damit führte ich dann meinen ersten Esperanto-Kurs auch durch. So, und eine andere Unterrichtsstunde bestand in marxistischer Sprachenforschung. Das war damals auch sehr interessant. Da faszinierte uns ja die Methode von Mach oder die Theorie von Mach und eine rein politische Schule, in der wir damals Lohn, Preis und Profit von Karl Marx auseinandernahmen, uns damit intensiv beschäftigten. So, und diese Schulungen, die führten wir dann zum großen Teil in der Jungfernheide weiter, weil wir der Meinung waren,
Um politisch gut arbeiten zu können, muss man auch theoretisch was wissen. Wie viele Leute kamen da so hin? Da kamen etwa 20 bis 30 Freunde immer zusammen. Aus ganz Berlin? Aus ganz Berlin, ja. So, und die andere Seite war, wir waren besonders eng liiert mit IFA, mit der Interessengemeinschaft für Arbeiterkultur. Und IFA war auch genauso wie die Arbeiterbewegung, man kann sagen, im Ganzen gesehen, zunächst mal ziemlich kopflos. Und wir versuchten für uns und für IFA wieder Verbindungen in Deutschland herzustellen. Nun konnten wir nicht die Post dazu benutzen, weil wir nicht wussten, wer von diesen Freunden schon verhaftet ist und bei denen zum Beispiel die Post überwacht wurde. Also, wir setzten uns auf Fahrrad und fuhren hunderte Kilometer durch das schöne Deutschland. So fuhr Ernst Kissler und ich eine Fahrt nach Leipzig und stellten dort tatsächlich eine Verbindung her wieder mit der IFA, zwischen IFA Berlin und IFA Leipzig und auch mit Esperanto wieder Verbindung. Von Leipzig fuhren wir nach Dresden, um von Dresden wieder nach Berlin. In Dresden hatten wir veranlasst, dass die Esperantisten zu Pfingsten, also wenige Wochen später, ein Bezirkstreffen organisieren in der Sächsischen Schweiz. Getarnt als Wanderfreunde. Zu diesem Pfingsttreffen bin ich gewesen, hingefahren mit dem Fahrrad in 2 Tagen und da unterwegs in irgendeiner Scheune übernachtet. Und dann, naja, wenn die politische Situation nicht so gewesen wäre, würde man sagen, in einer hochromantischen Felsengegend sind wir auf einem Plateau dann zusammengekommen, wo wir unsere Tagung durchführten, wo kaum ein anderer hinkommen konnte. Es gab dann diese interessante Geschichte über die Nivea, die Sie irgendwann mal auch veröffentlicht haben, ne? Diese ja, Tarnschriften? Nein, das war, also Nivea war Berliner Angelegenheit. Ich komme gleich nochmal darauf. Mhm. Und eine andere Episode, solche illegale Treffen und Finden, das war in Wien. Da schrieb ich auch im der Esperantist, unter dem Titel Schiboleto. Nun, Adolf Schwarz und ich, wir arbeiteten weiter, nun Material herauszugeben, wie früher PEG. Ein paar Wochen vorher schon, kurze Zeit vorher, ist meine jetzige Frau zu mir gekommen und hat mich gewarnt, du kannst hier nicht wohnen bleiben, es sind zu viele Verhaftungen, du musst verschwinden. Nun, glücklicherweise hatte ich schon einen Ausweg organisiert vorher, und bin umgezogen und wohnte also illegal in Berlin-Reinickendorfer Straße.
Nun, glücklicherweise hatte ich schon einen Ausweg organisiert vorher und bin umgezogen und wohnte also illegal in Berlin-Reinickendorfer Straße. Das ist eine ganz romantische Sache, wenn man will, wie ich dort mit der Schreibmaschine arbeitete, aber so, dass sie nicht bei den Nachbarn zu hören ist und nicht über und nicht unter einem. Und da wurde nun fleißig gearbeitet. Alois Schwarz schrieb die Texte und ich machte dann alles andere. In Matrizen schreiben und vervielfältigen. Aber das hört sich jetzt alles so einfach an. Ganz so einfach ist das nicht. Der Vervielfältigungsapparat, der musste wieder aus der Laubenkolonie ausgegraben werden und wo untergebracht werden, wo man arbeiten konnte. Das ist ein ganzer Roman. Und das bezieht sich auf meinen Artikel Nivea Cremo. Ja, und so arbeiteten wir einige Monate lang. Wo kam die Maschine hin, dieser Apparat? Der kam zu Hans Schwendi im Keller. Zu Hans Schwendi im Keller. Und da bin ich dann mal überrascht worden von seinem Bruder. Sein Bruder war Faschist, er war bei der SA. Naja, also das ist eine ganze Geschichte für sich. Und so vervielfältigten wir da Nivea oder Reklame für Zelten, für Kochgeräte, alles Mögliche und auch deutsche Artikel in deutscher Sprache. Und da weiß ich noch, worauf ich besonders stolz bin, dass wir einmal versorgen konnten mit unseren Vervielfältigungen, konnten wir versorgen die IFA. Und den Genossen Bischof, der der Leiter war in Berlin, dem konnte ich da in einem Hausflur ein Paket von unseren Schriften, war vielleicht Deutschland über alles, übergeben. Wir sind, glaube ich, mit die ersten gewesen in Berlin überhaupt, die illegale, vervielfältigte Schriften richtig herausgab, das heißt in Reihenfolge und organisiert. Nun, bis wann war das möglich? Das war möglich bis zum Spätsommer 1933. Dann wurde meine illegale Anwesenheit von anderen Hausbewohnern aufgespürt und es bestand die unmittelbare Gefahr jetzt eben, dass ich verhaftet werde, dass die SA kommt oder SS oder weiß ich was. Jedenfalls, es bestand jetzt unmittelbare Gefahr. Ich musste aus dieser illegalen Wohnung raus. Es war aber keine andere Möglichkeit, die sich fand. Und so hat die Parteigruppe des Arbeiter-Esperanto-Bundes beschlossen, dass ich Deutschland verlasse und versuche, zur Zentrale der IP nach London zu kommen. Und so habe ich dann Deutschland auf illegalem Wege übers Erzgebirge verlassen. Wie war das, vielleicht nochmal zurückzublenden,
Vor 33, im Jahr 1932 war ja in Berlin ein besonderes Ereignis, dieser Kongress von IP. Ja. Wie vollzog sich der? Ich bin ja nun automatisch, dadurch, dass ich in der Dirksenstraße dauernd war, in die ganzen Vorbereitungen mit einbezogen worden. Und 1932 ist dann der IP-Gründungskongress vonstatten gegangen in Berlin. Die deutschen Esperantisten alle schliefen auf dem Boden von Dirksenstraße 42. Da war ein Trockenboden, auf dem hingen Dutzende weiße Mäntel von einer Wäscherei im Hause. Und ich hatte Stroh besorgt aus dem Norden von Berlin. Das brachten wir dort auf den Fußboden und da waren dann alle unsere deutschen Genossen untergebracht, währenddem die ausländischen Teilnehmer der IP-Konferenz privat untergebracht worden sind. Nahmen Sie selbst an der IP-Konferenz teil dann? Naja, ich war fast immer dort, habe viel organisatorische Aufgaben gehabt. Mhm. Unter anderem war eine lustige Sache, ich brachte die Briefe hin zum Tagungslokal, die Briefe, die angekommen waren. So, und jetzt weiß ich nicht weiter. Irgendwas habe ich da gerufen in den Saal hinein und alle lachten. Der ganze Kongress lachte, weil ich etwas falsch gesagt habe, das aber gleichzeitig nicht nur falsch war, sondern auch lustig war. Gott, nee. Gott, war nicht. Danke. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ja, und der Kongress selbst so, was beeindruckte daran jetzt von den Ergebnissen her? Naja, das Beeindruckendste war eben, dass nun IP eine Organisation war. Und das Lustigste am Schluss des Kongresses war, dass Ernst Kistler eine Schlussrede gehalten hat und ganz zum Schluss gerufen hat, Vivus hat. Alles lachte natürlich und in der nächsten Zeitung, da hatte dann Glenn Kiebel ein Bild gebracht mit Ernst Kistler, Vivus hat, da drunter. Ja, in den 40er Jahren kam sie dann aber in Berlin noch ins Gefängnis, ja, bevor... Ja, also ich war dann in verschiedenen Ländern und zum Schluss etwa 6 Jahre in Frankreich, war dort interniert und wurde dort auch verhaftet von der Gestapo, nach Berlin zurückgebracht. Aber die Verhaftung, die ging etwas sonderbar vor sich. Ich war als Internierter in Frankreich in der unbesetzten Zone, wollte aber zu den Widerstandskämpfern, hatte aber keine Verbindung. Und die Widerstandskämpfer, die offenbarten sich ja auch nicht so, denn die wurden ja gesucht, auch von der Polizei. So, aber schließlich gab mir einer einen Tipp, wie ich in die besetzte Zone kommen könnte,
Und dort wollte ich nun durch meine Freunde, die ich in der Nähe von Paris hatte und Kommunisten waren, nun zu den Partisanen da kommen können. Und dort wollte ich nun durch meine Freunde, die ich in der Nähe von Paris hatte und Kommunisten waren, nun zu den Partisanen da kommen können. Ich kam auch, und das war wieder eine sehr abenteuerliche Sache, in die besetzte Zone, so wie das geplant war bei meiner Abfahrt vom Lager, so ging das nicht. So, dann war ich in der Zone und kam nun auf dem Bahnhof an, wollte dort regelrecht mit einer Fahrkarte nach Paris fahren und das Übrige einleiten. Aber als ich in den Zug war und der Zug nicht abfahren wollte, immer noch stand, auf dem Bahnhof war eine Reihe von deutschen Soldaten mit dem Gewehr im Anschlag und ich wusste alles nicht, was das eigentlich bedeuten soll. Da kam eine Kontrolle durch den Zug, die Ausweise kontrollierten. Der Zug selbst war ein Interzonenzug, der kam aus dem unbesetzten Frankreich ins besetzte Frankreich. So, und bei mir im Abteil, da fertigten die beiden Leute erstmal zwei Mitreisende ab. Das ging sehr schnell. Und bei mir ging es nicht sehr schnell, denn ich hatte keinen Ausweis für die besetzte Zone. So, jetzt habe ich denen ein Märchen erzählt, dass ich ja komme hier nun aus dem unbesetzten Frankreich und ich möchte wieder zurück nach Deutschland und habe mich so als reumütigen Rückkehrer bekannt. Die beiden, die taten hoch erfreut, wieder einer, also wahrscheinlich war ich nicht der Erste, wieder einer, der zurück will, führten mich dort zur Kommandantur, zur Deutschen, und die registrierte mich und dann musste es wieder weitergehen. Und jetzt war ich praktisch in der Gewalt dieser deutschen, ja, wie soll ich sie nennen, Aufsichtspersonen dort. Und sie ließen mich nicht frei. Weder unterwegs noch in Paris, obgleich ich ja so ein reumütiger Rückkehrer war, sondern ich wurde nun weitergereicht von der Gestapo, von Polizeistation zur Polizeistation bis nach Berlin. Und dort wurde ich schließlich als angekommen nun in der Gestapo, Polizeigefängnis, Dürksenstraße, dann näher untersucht. Aber ich hielt immer meine Story aufrecht, dass ich eben sowieso zurückkommen wollte nach Deutschland. Man wollte mir vorwerfen, dass ich ja aus Deutschland ausgerückt bin. Und das konnte ich abwehren, weil ich einen Pass hatte, einen österreichischen Pass. Und in diesem österreichischen Pass, da waren mehrere Stempel drinnen, Grenzstempel drinnen, unter anderem Deutschland-Frankreich, Frankreich-Spanien, Spanien-Portugal. Diese Stempel, die standen doch aus meiner Wanderschaft und ich behauptete, dass ich eben damals auf Wanderschaft gegangen wäre, weil ich ja keine Arbeit mehr hatte und Arbeit suchte
und dass ich also mit dem Faschismus überhaupt nichts zu tun hatte, dass ich seitdem eben im Ausland bin. Wie gesagt, die Stempel, die standen, die letzten von 1930. Und das nahmen sie auch an. Das war natürlich eine sehr riskante Sache, denn die Gestapo hätte an sich sehr leicht feststellen können, dass ich später wieder in Deutschland war. Aber auf der anderen Seite sagte ich mir immer wieder, man soll die Faschisten auch nicht als überkluge Menschen beurteilen und denken, die wissen alles. Es gab ja viele, viele Deutsche damals, die standen der Gestapo gegenüber wie ein Kaninchen vor der Schlange. So, und so war ich nun erstmal im Polizeigefängnis, aber die ließen mich nicht los. Und das war sehr wechselseitig. Meine Mutter bemühte sich dann um mich, mich zu besuchen. Meine Mutter wurde abgefertigt werden. Gehen Sie mal nach Hause, Ihr Sohn kommt morgen nach. Ich kam aber nicht nach. Als meine Mutter dann nach ein paar Wochen wiederkam, haben sie gesagt, ist nicht mehr nötig, Ihr Sohn wird morgen erschossen. Nicht? Und so trieben sie ihren Scherz mit meiner Mutter. Zwischendurch wurde ich einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Und ich, Naivling, der ich noch nicht wusste, dass Esperanto auch in Deutschland, im Nazi-Deutschland verfolgt wurde, aber der Untersuchungsrichter wusste es auch nicht. Und der hat mich nun alles Mögliche gefragt und ich habe ihn angefangen, über Esperanto zu erzählen. Damit wusste der Untersuchungsrichter ja nichts anzufangen. Aber der Schreiber, der mischte sich ein und hielt dem Untersuchungsrichter ganz euphorisch einen Vortrag über Esperanto. Aber ich wurde trotzdem angeklagt wegen Landes- und Hochverrat und anderen Dinge und wurde eingewiesen in Untersuchungsgefängnis Lehrter Straße. Unter den Esperantisten, da gab es einen Rechtsanwalt und den suchte meine Mutter auf und der setzte sich sehr für mich ein. Ich habe ihn nie zu Gesicht bekommen, aber der setzte sich für mich ein und brachte zu Wege, meine Anklage niederzuschlagen und meinen ganzen Prozess niederzuschlagen. Und so kam ich nach 4 Wochen wieder raus, mein Gefängniswärter. Wie hieß dieser Rechtsanwalt? Das weiß ich nicht. Der Gefängniswärter, der mich da in Anführungsstrichen betreute, ein alter ehemaliger Sozialdemokrat, der kam, beglückwünschte mich und jetzt sind sie frei. Ich sagte, nee, frei werde ich wohl nicht. Jetzt werde ich wohl wieder da zurückkommen, wo ich hergekommen bin, zur Gestapo. Denn die hatten vor mir schon vorher gesagt, als ich da überwiesen wurde, glauben Sie nicht, dass Sie hier etwas gewinnen können. Wenn Sie dort freigelassen werden, dann kommen Sie zu uns zurück. Und so war es dann auch. So, nun kam ich da, war ich wieder im Gestapo-Gefängnis, ehemalige Polizeigefängnis, Alexanderplatz. Und der Beamte dort, der Gestapo-Mann, der tat so, als ob ich wirklich freikäme, große Papiere ausgefüllt. Und dann guckte er auf die Uhr und sagte, nun ist zu spät, der Kollege ist nicht mehr da, der das unterschreiben muss. Das machen wir dann morgen fertig. Und so wurde ich wieder in die Zelle geführt
und hatte auch keine Hoffnung, wieder rauszukommen. Und so war es dann auch. Sie ließen mich einfach schwören. Bis ein Jahr vorbei war, ohne dass sie irgendwie etwas Handfestes mir vorwerfen konnten. Ja, sie wussten nicht. Und sie haben bloß mal erklärt, sie sind hier zur Umschulung. Sie waren so lange draußen im Ausland, jetzt müssen sie erstmal umgeschult werden. So, da ich nun zur Umschulung drin war, habe ich das auch wahrgenommen und habe, möchte ich behaupten, doch so manchen umgeschult, von denen, die da drin waren. Aber zu Weihnachten 1941, also nach einem Jahr etwa, war ich auf einmal auf freiem Fuß. Und jetzt bin ich heiß. 1945 gab es ja einen kurzen Aufschwung des Esperanto und dann kam in der sowjetischen Besatzungszone damals diese, das quasi Verbot, ja? Der ja, Esperanto-Bewegung. 1949. Aber damit haben Sie sich nicht zufrieden gegeben. Sie sind dagegen angegangen. Ja. Zunächst muss man sagen, ich habe weitergemacht. Vor allen Dingen. Ich habe erstmal Esperanto unterrichtet. 1945. Oder 1946. Da sollten ja Sprachen unterrichtet werden in den Schulen, Russisch. Und da schrieb ich meinem Schulrat, ich kann Russisch nicht unterrichten, ich werde Esperanto unterrichten. Und der hat es akzeptiert? Und der Schulrat hat darauf nicht, überhaupt nicht geantwortet. Und wenn dann nicht geantwortet habe, habe ich das als Ja empfunden. Und in welcher Schule war das damals? Das war in Großhalang, einer kleinen Dorfschule. Habe ich eine Elternversammlung gemacht und habe ich die Eltern aufgeklärt über Esperanto, waren alle einverstanden und dann habe ich Esperanto unterrichtet, ungefähr ein Vierteljahr lang und dann wurde ich versetzt in eine andere Schule. Wohin? Ja, nun war es mit der ersten Sache eben vorbei. Ich wollte gerade anfangen, mich um Briefpartner zu bemühen für meine Schüler, aber das war dann aus. Das war meine erste Stelle als Lehrer oder Schulamtsanwärter, wie man damals sagte, überhaupt. Und dann kam ich 1949 nach Neuruppin. In dieser Zeit sind in ganz Deutschland Friedensräte entstanden. Der Deutsche Friedensrat, Bezirksfriedensräte, Kreisfriedensräte und wo es möglich war, auch an Schulen oder in Betrieben auch Friedensräte. So. Da habe ich ja gleich daran gedacht, mitzumachen, um schon wieder meine Möglichkeiten mit Esperanto für den Frieden auszunutzen. Zufällig war mein Direktor damals Vorsitzender vom Kreisfriedensrat und er wollte gerne, das verlangte sein Renommee als Direktor, auch einen Schulfriedensrat haben. Holte ein paar Kollegen zusammen, sprach darüber und ich erklärte mich bereit, die Sache zu übernehmen. Worüber alle sehr zufrieden waren, denn jeder drückt sich ja vor weiteren Aufgaben, die überhaupt mit seinem Beruf wenig zusammenhängen. So, also nun war ich Leiter des Schulfriedensrates und da sagte ich Folgendes. Wir sind ein Teil des Weltfriedensrates
Und da wir ein Teil des Weltfriedensrates sind, müssten wir Verbindungen aufnehmen mit Kämpfern für den Frieden aus der ganzen Welt. Da waren alle einverstanden. Naja, kann man ja kaum etwas sagen dagegen. Und ich forderte meine Kollegin auf, nun ihre Sprachkenntnisse, darunter waren einige Doktoren und es waren eigentlich alles Lehrer mit gehobener Ausbildung. Es war eine Schule, 12-klassige Schule für Mädchen damals. Naja, ich sagte dann auch, ich werde auch versuchen, durch Esperanto Verbindungen aufzunehmen. Da erntete ich natürlich gleich ein allgemeines Lächeln. Esperanto und Verbindungen für solche Sachen aufnehmen. Aber es war so, dass schon nach wenigen Wochen ich Esperanto-Verbindungen hatte mit aktiven Friedensfreunden aus verschiedenen Ländern und meine Kollegen nun mit ihren Englisch-Französisch-Kenntnissen, die brachten weder damals noch sonst auch später irgendwie einen einzigen Partner auf. Ja, nun war unser Schulfriedensrat da. Ich bezog nun an diesen Friedensrat einige Lehrer mit ein und einige oder mehr Schülerinnen und Schüler. Ich habe sogar noch ein Foto von dieser ersten Gruppe. Aber wo? Ja. Dieser Schulfriedensrat, der machte im Kreis sofort Furore. Wir bekamen Bilder und Material aus aller Welt, aus Frankreich, wo ich sowieso schon vorher Verbindungen hatte, und viele Freunde aus den nordischen Ländern, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und auch aus dem westlichen Holland, Belgien, England, Italien und ganz besonders dann aus China und Japan. Die China-Bewegung war sehr stark, die Friedensbewegung. Und sie schickten mir viele, viele Plakate, große Plakate der Friedensbewegung, die direkt danach schrien, Ausstellungen mit ihnen zu machen. Und so machte ich dann im Namen des Schulfriedensrates Ausstellungen, zum Beispiel im Kiosk des Kreisfriedensrates und in der Kreisbibliothek in den Schaufenstern und an vielen anderen Orten, auch an der Schule, im Krankenhaus. Dann bat ich den Kreisfriedensrat, oder ich kam ihm da sehr entgegen, mir in jeder Woche eine Veranstaltung zu organisieren. Und das machte er praktisch in allen Schulen des Kreises. Den Donnerstag ließ ich mir so organisieren an der Schule, dass ich da unterrichtsfrei war. Und jeden Donnerstag war ich an irgendeinem anderen Ort oder Organisation oder Betrieb im Kreis und habe meinen Vortrag gehalten. Zunächst war der Kreisschulrat etwas skeptisch. Er hatte es nicht allzu gerne, kann man verstehen, dass ein Lehrer sich mit außerschulischen Dingen
sehr intensiv abgibt. Ich weiß, dass wir eingestellt waren auch gegen einen Kollegen in einem Dorf, der gleichzeitig in der Musikkapelle mitmachte und viel Musikveranstaltungen durchführte. Naja, das jetzt zu schaffen. Machen wir eine Pause. Hatten wir noch Volk hier in der Stadt? Aber, ja. Aber dann war der Schulrat doch stolz auf mich, denn auch der Schulrat, der musste Erfolge zeigen in außerschulischen Dingen. So, also ich hatte nun jeden Donnerstag schulfrei, wurde rumgereicht. Ach so, da war ich stehen geblieben. Ja, er war aber kritisch und ich weiß, einmal schickte er eine Kollegin vom Schulamt nach Rheinsberg, wo ich gesprochen hatte in einer Schule. Nun, die Kollegin, die kam ganz begeistert wieder nach Neuruppin zurück und seitdem habe ich überhaupt dann sehr viel freie Fahrt gehabt. Die Erfolge hier im Kreis, die haben sich sehr schnell rumgesprochen und es dauerte nicht lange, war ich Mitglied des Bezirksfriedensrates und wurde dort Vorsitzender der Internationalen Kommission. Und ich weiß noch, auch der Bezirksfriedensrat, der hat mir alle möglichen Gelegenheiten geboten, bei Veranstaltungen, Ausstellungen durchzuführen oder auch Vorträge zu halten. So unter anderem sprach ich einmal vor einer Tagung aller Schulräte des Bezirkes Potsdam. Mein eigener Schulrat saß auch dabei im Hintergrund und hat bloß vor sich hingegrinst, wie sein Lehrer aus Neuruppin dann berichtete über seine vielen Verbindungen. Ich hatte damals mir einen Koffer angelegt mit vielen Dingen aus unserer Arbeit, wo ein Korrespondent in Dresden mal schrieb, als Überschrift in seinem Artikel, die ganze Welt in einem Koffer. Naja, dieser Koffer hat mir sehr genutzt. Ich habe, könnte sagen, hunderte Mal Vorträge gehalten mit ihm. Und wenn ich mit dem Koffer in einer Schulklasse war, um wieder einen neuen Esperanto-Kursus zu beginnen, dann war ich sicher, dass ich die nötige Teilnehmerzahl auch zusammenbekam. Auch dann im Deutschen Friedensrat wurde ich aufgenommen. Der Deutsche Friedensrat, der kam vielleicht alle Vierteljahre zusammen. Und da waren nun sehr viele, sehr prominente Personen darunter, die ich nun kennenlernte und mit vielen sprechen konnte. Und ich gehörte dort, da ich Lehrer war, der Pädagogischen Kommission an. In der Pädagogischen Kommission, da war eine Kollegin, die war Oberschulrätin in Berlin. Die sorgte dafür, dass ich bei jeder Sitzung der Pädagogischen Kommission auch zu Wort kam. Wenn sonst keine Gelegenheit war, dann sagte sie eben bei passender Gelegenheit, also Herr Schödel, Sie haben doch sicher wieder etwas mitgebracht. Und natürlich hatte ich wieder etwas mitgebracht und habe dann berichtet. Es ging nicht immer ohne Kontroversen. Einmal wurde mir sehr vorgeworfen, dass ich so gute Verbindungen mit Japanern hatte. Und Japan ist doch ein westimperialistisches Land. Das
Ich werde sicher ausgenutzt für Spionagezwecke und für Werbung für den Westen. Und also das sollte ich lieber unterlassen. Aber die Oberschulrätin, inzwischen ist sie leider verstorben, die hat mir immer wieder Mut gemacht und immer wieder dafür gesorgt, dass ich zur Sprache kam. Das hatte auch zur Folge zum Beispiel, dass ein Kollege aus Dresden organisiert hatte, dass ich in Dresden sprechen konnte vor Pädagogen im Lehrervereinshaus in Dresden, oder ich konnte eine Ausstellung durchführen mit anleitendem Vortrag in Leipzig im Museum für Geschichte. Und das war wohl überhaupt mein größter Erfolg. Das ist so populär organisiert worden, dass die Zuschauer und Zuhörer und Zuschauer nur schubweise reingelassen wurden. Diese Ausstellungen waren dann folgendermaßen organisiert. Wir bekamen einmal Kinderzeichnungen geschickt aus Japan. Wunderbare Kinderzeichnungen. Als ich meinem Kollegen für Kunsterziehung in der Schule sagte, wir müssen uns revanchieren und müssen nun von uns aus auch Zeichnungen hinschicken, da schüttelte er nur mit dem Kopf und sagte, da blamieren wir uns bloß, das können wir nicht. Aber in der Schule war auch eine Kollegin, die auch im Schulfriedensrat war und sehr aktiv war, sehr viel Ideen hatte, die sagte, nö, Herr Schödel, der Meinung bin ich nicht. Zeigen Sie mal diese Bilder aus Japan. Und diese Kollegin hat die Bilder in ihrem Unterricht weitgehend ausgewertet und entsprechend malen lassen auch für den Frieden von den Kindern. Gleichzeitig parallel dazu bat ich den Deutschen Friedensrat, die ja auch immer etwas mit Kinderzeichnungen zu tun hatten, mir doch gute Kinderzeichnungen, die sie trotzdem nicht weitergeschickt hatten, mir zur Verfügung zu stellen für unsere Sache nach Japan. Nun, bevor diese Zeichnungen ankamen vom Deutschen Friedensrat, hatten wir doch schon in der Schule so viel Zeichnungen aus der eigenen Schule, dass wir damit konkurrieren konnten. Und das ist wieder ein Beispiel, und ich könnte ja aus anderen Fächern ähnliche Beispiele zeigen, wie wir durch den Schulfriedensrat und durch Esperanto in den einzelnen Fächern nun geholfen haben. Die Kinder hätten nie diesen Ideenreichtum gehabt und die Kollegin hätte nicht den Anlass gehabt, so tief einzudringen in diese Dinge, dass dieses gute Resultat dann eben für ihren Unterricht herauskam. Ganz offensichtlicher war das noch für den Geografieunterricht und auch im Aufsatz schreiben, denn die Kinder, die nun schrieben, auch fürs Ausland, die mussten sich ja auch bemühen, recht gute Aufsätze zu schreiben dafür. Haben Sie auch immer eine Kindergruppe in der Schule gehabt, ja, die Esperanto lernte? Das war von Anfang an nun die Kinder vom Schulfriedensrat,
den ich dann auch sagte, es ist nicht gut, wenn ich alleine immer diese Dinge bringe aus dem Ausland, für die sie sich begeisterten und eigene Schulfriedensecken einrichteten, sondern es wäre besser, wenn ihr direkt auch mit Kindern aus dem Ausland Verbindung aufnehmen könnt. Und damit waren sie ja dann auch einverstanden und so entstand unsere Schulfriedensgruppe, die lange Zeit den Namen hatte Interessengemeinschaft für internationale Verbindung, wobei bei diesem Namen jeder Neuruppiner wusste, dass es die Esperanto-Gruppe an der Schule des Friedens. Die Arbeit oder die Erfolge unserer Gruppe, unserer Schule, waren so durchschlagend, dass wir oft zitiert wurden in den Veröffentlichungen der Schule, des Deutschen Friedensrates. Die Arbeit oder die Erfolge unserer Gruppe, unserer Schule, waren so durchschlagend, dass wir oft zitiert wurden in den Veröffentlichungen der Schule, des Deutschen Friedensrates. Und um zu zeigen, wie schnell das alles ging in der Folge damals. Ein Jahr später schon, 1952 oder zwei Jahre später, 1952, wurde ich vom Deutschen Friedensrat ausgezeichnet für 3 Wochen Ferien im Austausch in Bulgarien. Und das war eine nicht nur sehr schöne Sache, sondern für Esperanto auch eine sehr nützliche Sache. Ja. Damit ist das Verbot in der Praxis ja hier wirkungslos gewesen, sozusagen, oder? Was mich anbelangt, ja. Wobei ich noch betonen möchte, es gab nie ein Verbot des Esperanto, sondern ein Verbot für Sprachecken, für den Unterricht von Esperanto. Und das war alles. Und da haben sich so manche Esperantisten ins Boxhorn jagen lassen. Aber es gab auch sehr mutige Esperantisten, besonders in Dresden. In Dresden, die Dresdner Esperantisten, die hatten jeden Monat eine Zusammenkunft, wo bis zu 50 Esperantisten zusammenkamen. Die Zusammenkünfte haben sie angemeldet, polizeilich, und war auch meistens jemand da von der Polizei, aber sie haben es nicht verboten. Nicht? Wenn man den ordentlichen Weg ging, konnte man sich auch durchsetzen. Wir haben das später in Berlin auch gehabt. 1960 wurde die Berliner Gruppe gebildet und kam dann auch immer regelmäßig monatlich zusammen und ist immer angemeldet worden, polizeilich. Wie kam die Gruppe zusammen? Die Initiative hatten ja auch Sie, ja? Ja, die Initiative hatte ich. Das war nun eine Folge meiner Bulgarien-Reise. Dort, nachdem ich aufgespürt hatte, Esperantisten in der Esperanto-Kooperative dort, zunächst sehr kühl aufgenommen, weil Esperanto eben so angesehen war wie hier in Deutschland auch. Und ich stellte mich vor und da waren 2 Esperantisten anwesend, eine Frau und ein Mann. Und der Mann, der sagte sofort, ach, Schöle aus Neuruppin, ich habe ja Ihren Artikel gelesen im El Popola Chinio, einer chinesischen Esperanto-Zeitung. Und der freute sich und der hat gleich gesagt, wir gehen
morgen mal zu Assen-Grigorow. Assen-Grigorow gehörte zu den aktivsten Esperantisten. Bis zu der Zeit, wo für Esperanto nichts mehr übrig war, staatlich. Esperanto wurde nicht verboten, bekam aber kein Papier mehr, konnten also keine Benachrichtigung mehr herausgeben für ihre eigene Organisation und viele andere solche staatlichen Schikanen. Assen-Grigorow war ein hoher Staatsfunktionär, Vorsitzender der staatlichen Kontrollkommission. Und er arbeitete in einem ganz schicken Haus in Sofia. So, da brachte mich ein Freund hin und wir konnten uns dort lange unterhalten. Am nächsten Tag machten wir einen Aufstieg auf dem Vitosha und Assen-Grigorow hatte noch einige andere Esperantisten dazu organisiert. Es war sehr denkwürdig. So, nun könnte ich noch viel erzählen über den Fortgang oder den Wiederanfang der Esperanto-Bewegung in Bulgarien. Aber wir wollen ja nach Berlin. Aber ich hatte jetzt die Verbindung mit Assen-Grigorow. Und vielleicht ein Jahr später konnten die Sofiota Esperantisten eine Werbezeitschrift für Bulgarien in Esperanto herausgeben. Ich wurde dann in Deutschland der Vermittler Peranto dieser Zeitschrift. Auf diese Art und Weise habe ich Adressen gesammelt in Deutschland von Esperantisten. Da sprach sich herum. Jeder Esperantist kannte auch wieder andere Esperantisten und nach und nach hatte ich etwa 850 Abonnenten für Nuntempa Bulgario. Die Esperantisten gaben dann auch im Laufe der Zeit zwei Bücher heraus, die ich dann auch verkaufte hier. So. Und so hatten wir in Deutschland einen Adressenstand von Esperantisten und ich dachte immer, wenn die Möglichkeit wieder besteht, dann können wir auch gleich wieder hier organisatorisch etwas anfangen mit den 850 Esperantisten. Und so kam es ja dann auch in etwa. Und in Berlin kam dann die Gruppe, irgendwie haben Sie die Gruppe in Faltins Gaststätte dort zusammengeführt, ja, zu den Abenden, oder? Ja, das hatten die Köpenicker dann organisiert, die Gaststätte. Und die dann auch die Zusammenkünfte, die sie anmeldeten. Aber wie gesagt, die erste Zusammenkunft, die hatte ich dann initiiert. Schon aufgrund dessen, dass ich wusste, dass die Dresdner immer zusammenkommen. Da habe ich gedacht, wenn das in Dresden möglich ist, warum nicht auch in Berlin? Berlin. Und wie lief diese erste Veranstaltung ab? Ist die noch in Erinnerung? Ja, sehr gut. Wir trafen uns am Bahnhof Friedrichshagen, ja, am Müggelsee. Aha. Und fuhren dann mit einem Dampfer über den Müggelsee. Auf der anderen Seite, am anderen Ende, da ist ein Lokal und da stiegen wir aus, bauten ein paar Tische zusammen und hatten dann eine schöne Esperanto-Runde mit etwa 40 bis 50 Esperantisten da. Mhm. Alle aus Berlin? Aus Berlin, ja. Mhm. Und diese
Esperantisten sprach ich an, dass sie, wenn sie Esperanto dienen wollen, dieses in der jetzigen Zeit nur tun können durch Mitarbeit für die Friedensbewegung, indem sie Esperanto nützlich machen dem Frieden. Naja, und nach meiner Ansicht war das ja auch die beste Art, Esperanto zu gebrauchen. Ganz abgesehen davon, dass Esperanto sonst verfemt war. Aber dass es nun scheinbar doch überhaupt keine Benachteiligungen durch die Behörden gegeben zu haben scheint, oder ist dem nicht so? Doch, es gab Benachteiligungen, viele Benachteiligungen. Zunächst wurde mir oft gesagt von offizieller Seite, von der Partei und auch von der Staatssicherheit, dass das, was ich mache, illegal sei und dass ich aufhören müsste damit. So, da meine Antwort war dann, besonders wenn ich Besuch hatte aus Berlin von der Stasi, wenn euch das nicht passt, dann müsst ihr mir eben einen Prozess machen, um die Sache klarzustellen. Worauf sie dann wieder sagten, nee, Ludwig, wir wollen dir keinen Prozess machen. So, ich hatte einen gewissen Hinterhalt, den ein gewöhnlicher Esperantist eben sonst kaum hatte. Erstens war ich angesehen in der Widerstandsbewegung als Antifaschist und auch als Genosse in der Organisation, und zweitens nun mein Ansehen in der deutschen Friedensbewegung. Ich war nicht mehr irgendwer. Nach der Bulgarienreise ging ich praktisch in Berlin aus und ein. Bei der Friedensbewegung und besonders bei dem Abteilungsleiter für internationale Verbindungen. Nun, auch weil ich mit Nuntempa Bulgario viele Esperantisten geworben hatte oder mit ihnen Kontakt geschlossen hatte, kam als Rücklauf auch, dass wenn irgendwo Esperantisten bedrückt wurden, gedemütigt wurden oder auch Angriffe waren gegen sie in der Zeitung, dass mir diese Esperantisten dann ihren Kummer schilderten, mir Zeitungsausschnitte schickten, und dann geschah es auch oft, dass ich darauf reagierte und nun an die entsprechenden Zeitungen oder Behörden schrieb oder selbst hinging. Es war so, der Partei, die ja für alles, auch kulturelle, führend war und maßgebend war, der war die Esperanto-Bewegung eine sehr unangenehme Sache. Sie wollten einzelne Esperantisten nicht brüskieren, zum Beispiel den Esperantisten Fischer. Und bei einer Aussprache mit Funktionären sagte man mir auch, warum nicht? Ja, Fischer ist vom Beruf Maurer, ist ein Arbeiter, und sie können nun nicht gegen einen Arbeiter vorgehen. Also tolerierten sie ihn. Es gab dann Folgendes.
die Partei übertrug die Begegnung oder man könnte sagen Niederschlagung des Esperanto eine Zeit erstmal dem Deutschen Friedensrat. Alles, was bei der Partei einging an Protesten gegen diese Anti-Esperanto-Bewegung, das landete beim Deutschen Friedensrat und der Deutsche Friedensrat, der sollte sich damit auseinandersetzen. Im Besonderen war das Paul Wandel. Paul Wandel, Mitglied des Politbüros. Und Paul Wandel sprach auch mich an. Und wir müssten mal über die Esperanto-Bewegung sprechen. Und er deutete dann sehr schnell an, dass es ihm darum ging, dass ich dafür sorge, dass diese konspirative Tätigkeit der Esperantisten aufhöre. Nun fand er da bei mir nicht den richtigen Helfer. Und damit war das Gespräch zunächst beendet. Aber er kam trotzdem doch öfter darauf zurück, ohne weitere Konsequenzen. Dann gab es, dann wurde diese Beantwortung der Esperanto-Interventionen übertragen dem Ministerium für Volksbildung. Übrigens, vorher noch, da bin ich auch unter anderem selber mal hingegangen zum Ministerium für Staatssicherheit. Und da kann man ja nun nicht einfach so rumlaufen, wie auf dem Neuen Markt, sondern da wurde mir unten bei der Aufnahme dann beschieden, mögen mich da hinsetzen, etwas abseits. Und da saß ich nun und nach einer Weile und erstmal gefragt, warum ich eigentlich komme. Und nach einer Weile, dann kam der entsprechende Fachkollege, wenn man so sagen will, zuständige Kollege, zu mir runter. Und dann unterhielten wir uns über Esperanto. Nun hatte er vorgebracht, all die vielen, man kann schon sagen, blöden Argumente, die damals gegen Esperanto vorgebracht wurden. Esperanto wäre keine Sprache und naja, und so weiter und so fort. Und dies zu erkennen geben, dass schließlich alles abhängt vom Politbüro. Dass er eben da auch machtlos ist, etwas zu machen. So bin ich auch zur Partei gegangen und habe mich angemeldet unten zu Walter Ulbricht. Und durfte auch raufgehen, war dann im Vorzimmer von ihm. Aber im Vorzimmer war ein Genosse und der ließ eben auch nicht jeden durch. Und der verleugnete Walter Ulbricht erstmal, der wäre nicht hier. Und fragte natürlich, na worum geht's denn überhaupt? Und ich sagte ihm um Esperanto. Na das können wir auch gleich hier abmachen, sagte er. So, nun ging mit ihm die Aussprache los. Und seine eben dummen Argumente waren ja nicht schwer zu widerlegen. Und das Gespräch endete dann damit, dass er sagte, naja, ich weiß auch nicht, was Walter dagegen hat. So, damit war ich entlassen. Aber das zeigte mir, dass die ganze ablehnende Haltung gegen Esperanto in der DDR praktisch von Walter Ulbricht abhing. Nun kann das verschiedene Gründe haben. Wir rätselten viel darüber rum. Erstens mal, so dachten wir zuerst, dass Walter Ulbricht war ja Leipziger.
Und wir wussten auch, dass Walter Ulbricht befreundet war mit Leipziger Idisten, die auch versuchten, Esperanto schlecht zu machen. Und dass dadurch vielleicht die ablehnende Haltung von Walter Ulbricht kam. Aber später habe ich doch gedacht, dass die tiefere Ursache darin liegt, dass Walter Ulbricht Kenntnis davon hatte, dass in der Sowjetunion gegen Esperanto eine regelrechte Verfolgungskampagne war. Jeder Esperantist war nach Stalins Ansicht ein Mitglied einer ausländischen Verschwörerbande. Jeder Esperantist war nach Stalins Ansicht ein Mitglied einer ausländischen Verschwörerbande. Und so war es ja, dass viele Esperantisten der Sowjetunion hingerichtet wurden. Und wir persönlich kennen ja einige davon. Und schließlich alle verfolgt wurden, die irgendwie bekannt waren. Mein Freund Erich Rödel, Esperantist aus Leipzig, der bekam eine Einladung in die Sowjetunion zu früheren Soldaten hier, die er untergebracht hatte illegal und versorgt hatte, obgleich er zu Hause kleine Kinder hatte, die ja viel schwatzen. Und diese Russen in ihrer Dankbarkeit haben ihn dann eingeladen. Erich Rödel war in Russland und als er zurückkam, da offenbarte er mir, dass all diese Gräuelnachrichten, sogenannten Gräuelnachrichten von den Hinrichtungen und Verfolgungen gegen Esperanto wahr sind. Dass er in Leningrad war und dort eine Esperanto-Gruppe besucht hatte, dass von dieser Esperanto-Gruppe keiner war, der weniger als 6 Jahre Zwangsarbeit hatte. Wann war das? Mach mal Pause. War das? Das war 1962. Ja. Ja, aber sie ließen nicht locker und haben trotzdem immer wieder versucht, etwas für die Offizialisierung des Esperanto in der DDR zu tun damals, ja? Ja, wir hatten auch mal, Paul Wandel war Minister für Volksbildung in der Zeit, von der ich sprach. Später war ein anderer Minister für Volksbildung, Name ist mir im Moment entfallen, der war mal in Neuruppin und sprach hier bei der Kreislehrerkonferenz und ich hatte da wieder, wie üblich, eine Ausstellung unseres Friedensrates und die wurde nun auch bewundert vom Minister für Volksbildung. Benzin. Und wir unterhielten uns dann darüber und kam natürlich zur Sprache, dass das nur durch Esperanto möglich ist. Und so sprachen wir dann über Esperanto. Zum Beispiel bemängelte ich, dass wir keine Lehrbücher haben. Er sagte, erwiderte, naja, dazu haben wir kein Papier. Ich sagte, komm, wir gehen mal hin zur Nationalen Front. Da zeige ich dir papierzentnerweise, dass die Nationale Front nicht umsetzt an Plakaten und Broschüren und so. Sagt, naja, ich weiß, sagt er. Und dann sagt er, na die paar Bücher, die ihr braucht, die kann man doch aus dem Westen organisieren. Naja, aber ein paar Wochen später kam der Schulrat zu mir bei einer Sitzung
und sagte mir, Ludwig, mir haben sie den Kopf gewaschen, deinetwegen, durch den Minister. Also hat dieser Minister tatsächlich versucht, ein Wort einzulegen für unsere Sache und ist dann abgekanzelt worden und hat das nun weitergegeben, unseren Schulrat. Da muss ich gleich auch sagen, dass ich bei unserem Schulrat nun immer viel Unterstützung hatte in allen. Es zum Beispiel brauchte ich mich gar nicht abzumelden, wenn eine Sitzung war des Deutschen Friedensrates oder des Bezirksfriedensrates oder ich sonst wie unterwegs sein musste. Da habe ich dann selbst organisiert die Vertretung meiner ausfallenden Stunde und habe sie verlegt. Und das war eigentlich immer unsere Sache, unsere eigene Sache. Ja, und ich habe mal viele Dinge, die damit zusammenhängen, an Antworten und Schreiben aufgehoben, im Fall sie mal interessant werden in späteren Zeiten. Was sind das zum Beispiel für Sachen? Ja, da muss ich nun wieder reingucken. Ich habe hier so viele Jahre nicht mehr reingeguckt, dass sie mir selbst entfallen sind. Also hier ist eine Zuschrift von der Wochenpost oder eine Durchschrift, in dem jemand kritisiert wurde, der gegen einen Artikel auftrat, in dem Esperanto als ein gescheiterter Versuch bezeichnet wurde. Und wo man sich stützte auf einen Professor Dr. Meyer. Das ist sehr lustig und interessant, weil dieser Professor Dr. Meyer von einem Saulus zum Paulus wurde, ja? Oder ist das umgekehrt? Ja, also er war ein führender Linguist und wenn das Zentralkomitee oder Politbüro oder Volksbildungsministerium nach sachlichen Rat fragte, dann unterstützte er die ablehnende Haltung gegen Esperanto. Und später wurde er aktives Mitglied des Esperanto-zentralen Arbeitskreises. Ja, und so war das eben. Wo gibt es denn den entscheidenden Durchbruch dann hin zur Anerkennung? Es war nicht leicht, das zu sagen. Es ging Schritt um Schritt. 1959 fand der Universale Kongress des Esperanto in Warschau statt. Und da hatte die Warschauer Regierung an unsere Regierung die Bitte gerichtet, eine Esperanto-Delegation zu entsenden. Naja, das war so eine offizielle Sache, da konnte unsere Regierung nicht gut kneifen und sie beauftragte den Deutschen Friedensrat, eine Delegation zusammenzustellen. Der Deutsche Friedensrat setzte sich mit mir in Verbindung und wir stellten dann eine 10-köpfige Delegation zusammen. Das war praktisch ein großer Sieg. Erstens mal war das eine Anerkennung direkt vom Deutschen Friedensrat, indirekt von der Regierung. Und der Deutsche Friedensrat nun im Auftrag bezahlte alles, was damit zusammenhing. Und wir waren somit eigentlich die erste Delegation im
im UEA, im Universalen Esperanto-Bund, die offiziell von einem Land geschickt wurde. Wir brachten dann den Deutschen Friedensrat in Erstaunen, wie schon öfter vorher, in ähnlichen Fällen. Der Deutsche Friedensrat hat uns so ausgestattet mit Zloty, dass wir nicht wie arme Ostbrüder auftreten sollten, sondern in mittleren Hotels schlafen sollten. Aber das zerschlug sich dann in Warschau. Und wir schliefen im Studentenheim sehr billig, aßen dort sehr billig und auch sonst. Wir hatten bald ausfindig gemacht, wo man wirklich normal für normale Preise essen konnten. Und obgleich wir noch an einem Nachkongress teilnahmen, 8 Tage, hatten wir Geld übrig. Und dieses Geld, etwa die Hälfte von dem, was man uns gegeben hat, hinterlegten wir in der DDR-Botschaft in Warschau, damit der Deutsche Friedensrat da wieder zurückgreifen kann, wenn er Delegierte oder Freunde nach Polen schickt. Und das war so etwas Außergewöhnliches. Gewöhnlich Delegierte, ob sie von der Regierung oder von der Partei oder von irgendeiner Organisation sind, sorgen dafür, dass sie ohne einen Pfennig von dem ausländischen Geld wieder zurückbringen. Da werden dann Geschenke gekauft und sonst was alles. Ja? So, also das war schon mal bewundernswert für die Esperantisten. Außerdem hatte der Kulturbund, ach so, dazu kommen wir ja dann etwas später. So, also, dann hatten wir einen Studenten in Sofia. Und dieser Sofioter Student, Medizinstudent, der war auch ein begeisterter Esperantist. Der intervenierte auch dauernd für Esperanto in der deutschen Botschaft und als er dann hier war, auch in den entsprechenden Stellen. So, und so war das Stein auf Stein. Es kam dann 1963 der Universale Kongress in Sofia. In Sofia, da wurde schon dem Kulturattaché der Auftrag erteilt, den Kongress zu begrüßen im Namen der Regierung der DDR. Der Kulturattaché, der ein bisschen die Lage kannte, hatte das richtig abgelehnt. Denn er sagte sich, wie stehe ich da? Ich begrüße den Kongress und gaukle denen etwas vor. Und jeder weiß hier, wie es steht um Esperanto in Deutschland. Der hatte das eigentlich abgelehnt, hat aber mit uns ständig Fühlung aufgenommen oder wir mit ihm. Und er berichtete über den Kongress in Berlin und sicher sehr gut. Übrigens habe ich hier auch immer sehr ausführlich berichtet über Warschau und auch über Sofia, über die Kongresse und baute so Stein für Stein von dieser Stellung unserer Partei ab. Das Letzte, was nach meiner Sicht dann war, das war wieder so ein blöder Artikel von einem Linguist, Professor an der Hochschule Halle. Tröbel, ja, Professor Tröbel. Und dieser Artikel war so provozierend,
für mich. Ich habe den irgendwie wieder auch von verschiedenen Seiten aus zugeschickt bekommen, dass ich so in meinem Ärger, wie ich war, provoziert, einen entsprechenden Gegenartikel schrieb an den Verlag der Zeitung, und die Zeitung, die wusste wohl nicht recht, was sie machen sollte. Auf der anderen Seite war es doch ein renommierter Linguist, der den Artikel geschrieben hat. Und auf der anderen Seite griff ich ihn dermaßen an und belegte auch die Dummheit dieses Professors und griff die Redaktion an, dass sie einem solchen Laien in dieser Frage eben das Wort erteilt, und griff auch praktisch die Universität an, was sie da für einen komischen Linguisten angestellt hat. So, das war so provozierend wieder für die Zeitung, dass sie meinen Artikel an das Politbüro schickte. Und sie erwarteten sicher, dass die Partei mir ein Parteiverfahren anhängen wird. Es kam aber nicht so, sondern die Partei antwortete der Redaktion, die soll die Sache auf sich berufen lassen, es wird sich da bald etwas ändern. Und das war nun Ende 1964. Dann vergingen eigentlich wenige Tage, wenige Wochen, und die Partei hatte entschieden, die Esperantisten finden im Kulturbund eine Heimat. Vorher muss ich noch berichten, dass ich mit Karl Mayer, einem prominenten Berliner Esperantisten, der sich auch vor nichts scheute, gemeinsam im Ministerium war für Volksbildung. Das Ministerium für Volksbildung war ja in der Zeit schriftführend für die Begegnung gegen Esperanto. Ich muss noch weiter zurückgreifen. Vorher schon war ich mit meiner Frau, mit Alice, in der Volksbildung. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchem konkreten Anlass, aber es ging auch um Esperanto. Und Frau Thorhorst, Abteilungsleiterin, die wollte uns überreden, nun aufzuhören mit Esperanto und unseren Mitstreitern im Ausland nahezulegen, auf Französisch und Englisch überzugehen, um auf der Grundlage dieser Sprache weiterzuarbeiten. Und da sagte ich, und nun soll ich den Genossen schreiben, dass es uns verboten ist, in Esperanto weiterzumachen. Nein, das darfst du nicht, das musst du natürlich irgendwie diplomatisch anfangen. Und ich sagte so, ich soll meine Genossen also belügen. Und das werde ich wohl nicht machen. Und sie sagte, das ist Parteibefehl. Ich habe die Order der Partei, das zu unterbinden, und das ist ein Parteiauftrag, das musst du. So ein paar Wochen später traf ich wieder die Genossen Thorhorst beim Deutschen Friedensrat, dem wir beide angehörten, und sie kam auf mich zu, lächelnd und freudig, und fragte so, na, wie geht's denn bei euch? Ich sagte, es geht immer so weiter, nicht wahr? Und naja, darauf konnte nun wieder nichts antworten. Also war es wichtig, sich einfach nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, ne, an dieser Stelle? Nein, nein. Auch nicht viel früher mal. Da hatte hier die Parteileitung des Kreises die Staatssicherheit aufgefordert,
bei mir eine Hausführung durchzuführen. So, und da hatte ich nun den Besuch von einem Genossen von der Staatssicherheit und mit dem habe ich mich gründlich ausgesprochen. Und zum Schluss hat er dann gesagt, ich werde nichts beschlagnahmen bei dir. Aber wenn du mir etwas mitgeben würdest für meinen Bericht, dann wäre ich dir sehr dankbar. So, und dann habe ich ihm einige Dinge mitgenommen. Und nach einigen Wochen teilte er mir mit, dass bei Ludwig Schödel nichts zu beschlagnahmen ist, dass bei Ludwig Schödel nichts zu behindern ist in seiner Arbeit.